Wurs und herzlich willkommen zu einem neuen Heroes of the Storm Guide. Im heutigen Video dreht sich alles um den ersten Druiden des Warcraft-Universums, den Zwillingsbruder des ominösen Abramlers, den Ehemann des einzigartigen Sideboob-Chicks, den Typen, den ihr auch schon längst auf dem Thumbnail gesehen habt. Es geht um niemand geringeren als den sympathischen Baumkuschler Malfurion. Warum zur Hölle kommen da Affen gerade? Okay. Malfurion ist ein Heiler, der mittlerweile so stark mit der Natur verbunden ist, dass ihm an sämtlichen Stellen seines Körpers Tierteile wachsen. Ob das Ganze für die Hunter jetzt von Vorteil ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber genug von diesem qualitativ hochwertigen Hintergrundwissen. Malfurion ist trotz Nerfs ein, denke ich, ganz passabler Heiler. Schwierig wird es für den Druiden trotzdem gegen Teams, die ein starkes Burst-Potenzial haben. Da guckt er meistens etwas dumm aus seinem 3-Jahre-Bart. Euer Trade ist eine bislang einzigartige Fähigkeit im Spiel. Ihr habt hiermit die Fähigkeit, euren Verbündeten 20% ihres Manas wiederzugeben. Außerdem werden Basic Ability Cooldowns um 50% verkürzt, solange Innervate aktiv ist. Ich kann euch versichern, eure mana-hungrigen Teammates werden euch hierfür lieben. Da Blizzard allerdings weiß, wie greedy und egoistisch wir alle sind, kann Malfurion Innervate leider nicht auf sich selbst setzen. Sein Q ist ein simpler Hot, der zudem in geringem Maße auch Instant heilt. Auf dem Icon der Fähigkeit seht ihr ein grünes Blatt. Denn wie ihr sicherlich gerade merkt, gibt es hierzu einfach nichts Spannenderes zu erzählen. Mit Moonfire auf W macht ihr zwar nicht viel Schaden, aber genau so viel Schaden, um euren Gegnern auf den Sack zu gehen. Euer Gegner will gerade wegreiten und runter vom Mount. Euer Gegner fühlt sich unsichtbar. Aufgedeckt. Euer Gegner kommt mit minimalem Leben davon. How dare! Euer E gibt euch zudem sehr nice Crowd Control. Mit euren Wurzeln sorgt ihr einfach dafür, dass der Gegner genau da bleibt, wo ihr ihn haben wollt. Da der Cast eine Fläche ist, eignet er sich auch super zum Zonen. Außerdem habt ihr somit natürlich die Fähigkeit, mehr als nur einen Gegner im CC zu halten. Und wer kann da denn bitte noch Nein sagen? Die Heroics von Malfurion könnten unterschiedlicher nicht sein. Mit Tranquility heilt ihr alle Helden in eurem Umfeld. Richtig, alle. Zeitgleich. Man könnte jetzt denken, dass sich das Ganze wie bei anderen Pleb-Heroes einfach unterbrechen lässt, aber nicht mit dem Barbo unter den Druiden. Er steigt einfach in die Lüfte, was scheinbar auf magische Art und Weise dafür sorgt, dass seine Ultimate durchlaufen kann. Falls ihr keinen Bock auf langweiliges Heilen habt, dann hättet ihr in erster Linie vielleicht nicht mal Folien picken sollen. Spaß beiseite, denn ihr habt auch mit Twilight Dream die Möglichkeit, eure Gegner mit starken AOE-Schaden zu überraschen. Das, was die Ulti allerdings auszeichnet, ist der Silence. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich wünscht, dass alle Leute um einen herum einfach mal die Fresse halten? Twilight Dream sorgt dafür. So in etwa. Overall lässt sich sagen, dass Tranquility die einfachere Ult ist und ihr hiermit nicht so viel falsch machen könnt. Mit Twilight Dream müsst ihr euch gefährlich tief in einen Teamfight begeben, um eure Gegner zu treffen. Allerdings ist der Impact der Heroic auf das Spiel auch deutlich höher. Solltet ihr euch also sicher mit Dream fühlen, dann pickt ihn auch. Ansonsten bleibt lieber fürs Erste bei Tranquility. Builds gibt es für euch mal wieder 2 Stück von mir. Bei beiden Builds empfehle ich, auf Level 13 Iceblock zu picken. Gibt doch kein schöneres Gefühl, als gegnerische Ultimates einfach ins Leere laufen zu lassen. Shrinkray kann in manchen Fällen allerdings auch eine vernünftige Alternative bieten. Level 20 ist abhängig von der Heroic, die ihr gepickt habt. Solltet ihr euch für den Dream entschieden haben, dann lohnt sich das Upgrade. Ihr könnt nun in das gegnerische Team reinblinken, löst eure Ult aus und zieht im Idealfall direkt danach den Eisblock, um nicht instant hops zu gehen. Der erste Build ist der Baumschmuser-Build und konzentriert sich auf das Heilen. Die Level 1 Talente können jeweils in unterschiedlichen Situationen sinnvoll sein. Wir haben hier besseren Wave Clear, die Scouting Drone für Quickmatch Novas und bessere Map Control oder eine Cooldown Reduction für euren Trade. Auf Level 4 empfehle ich Illunis Grace. Ihr könnt hierdurch aus größerer Distanz eure Fähigkeiten wirken und seid somit auch sicherer. Zumindest meistens. Falls euch das Standard auf die Nerven-G-Potenzial von Moonfire noch nicht genug ist, könnt ihr auf Level 7 Hindering Moonfire picken. Durch den Slow könnt ihr euren Gegner noch ein bisschen mehr auf den Sack gehen und es gerade Melees schwer machen, an ihre Ziele heranzukommen. Auf Level 16 habt ihr die Wahl zwischen Ysera's Gift oder Revitalise. Ich weiß nicht, ob man das so aus... Das erste Talent verstärkt eure Heilung, solange ihr über 75% eurer Leben seid. Das zweite Talent ist eine gute Alternative, wenn ihr Probleme mit eurem Mana-Management habt. Als zweiten Build habe ich den Ich-Werde-Gern-Assassin-Build für euch. Hier dreht sich letztendlich alles darum, so stark damit beschäftigt zu sein, Schaden zu machen, damit ihr in Teamfights vergesst, eure Kollegen zu heilen. Auf Level 4 müsst ihr euch hierzu folgende grundlegende Frage stellen. Mögt ihr Spaß? Oder um es eigentlich besser auszudrücken, mögt ihr Brokkoli? Wenn nicht, dann geht mit der Range oder dem Moonfire-Talent. Ansonsten wird es Zeit, mit Vengeful Roots euren treuen Freund Brokkoli zu beschwören und ihn hart Gegner verdreschen zu lassen. Hört nicht auf die Gerüchte von wegen, Brokkoli ist schlecht, der stirbt viel zu schnell. Oder, bei den Roots geht es um CC, nicht um Damage, die anderen Talente sind besser. Oder, Brokkoli schmeckt einfach nicht. Leute, Brokkoli ist viel mehr als nur ein simples Talent. Brokkoli ist eine Lebenseinstellung. Auf Level 7 lohnt sich dann Luna Shower und auf 16 Tanasha's Roots. Im Prinzip rennt ihr umher, benutzt Moonfire immer wenn es ready ist und versucht eure Roots so perfekt zu setzen, damit euer Brokkoli die Kills für euch einfährt. Das war's an dieser Stelle von meinem kurzen Malfurion-Guide. Die Builds findet ihr unten in der Infobox auch nochmal verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten lasst auch am besten noch ein Abo da, damit ihr die neuen Guides nicht verpasst. In diesem Sinne... I could use a nap.